Im Neusiedlersee wurde eine männliche Leiche gefunden. Das EU-Lieferkettengesetz bekommt erneut keine Mehrheit. Und morgen wird es teils sonnig, teils trüb. Schönen guten Abend, meine Damen und Herren. Herzlich willkommen zu ORF 3 aktuell am Abend. Wir beginnen die Sendung heute im Burgenland. Im Neusiedlersee ist heute Vormittag eine männliche Leiche gefunden worden. Ob es sich dabei um den seit Mitte Jänner vermissten Eisläufer handelt, muss jetzt aber noch geklärt werden. Ein Fischer entdeckt die männliche Leiche heute Vormittag im Neusiedlersee am Schilfrand zwischen Podersdorf und Ilmitz. Der Mann, der heute gefunden wurde, trug Schlittschuhe. Aktuell wird seine Identität geklärt, vor allem, ob es sich um den seit Wochen vermissten Eisläufer handelt. Es geht jetzt natürlich darum, die Identität festzustellen. Das ist jetzt das Vordringliche. Das heißt, es gibt momentan die kriminalpolizeiliche Leichenbeschau. In weiterer Folge auch den DNA-Abgleich. Das heißt, auf andere Art und Weise lässt sich die Identität nicht feststellen. Es bedarf dieses DNA-Abgleichs, der dann einige Zeit dauern wird. Seit 15. Jänner wird im Neusiedlersee nach einem vermissten Eisläufer gesucht. Der 55-jährige Niederösterreicher war zum Eislaufen aufgebrochen und kam nicht mehr zurück. Polizei und Feuerwehr haben mit Sonarbooten, Leichenspürhunden und einer Drohne nach ihm gesucht. Am Montag hat ja im niederösterreichischen Eschenau ein 93-jähriger Mann seine 84-jährige Lebensgefährtin ermordet und der Mann hat danach versucht, sich selbst umzubringen. Er wurde daraufhin mit lebensgefährlichen Verletzungen ins Spital gebracht. Heute ist er an seinen Verletzungen gestorben. Noch immer ist das Motiv der Tat unklar. Ein gemeinsamer Abschiedsbrief des Paares muss noch auf Echtheit überprüft werden. Und damit kommen wir zu einem ganz anderen Thema. Der Wohnbau in Österreich soll gefördert werden. In Zukunft soll es 25.000 neue bzw. sanierte Wohnungen geben. Dafür will die schwarz-grüne Bundesregierung 1 Milliarde Euro in die Hand nehmen. Auch soll die Eigentumsquote gesteigert werden. Fritz Dittelbacher mit den Details zum heute vorgestellten Baupaket der Bundesregierung. Die Regierung steckt Geld in den Wohnbau und nach einer ersten Präsentation einer Genossenschaftsmilliarde gestern sind heute beim Ministerrat Steuerdetails dran. Das heißt konkret, dass in den ersten 3 Jahren ab Fertigstellung 4,5% des Gebäudes steuerwirksam abgeschrieben werden können. Die Abschreibung hilft Unternehmen, für Bedürftige gibt es mehr Miethilfen. Der Wohnschirm wird um 60 Millionen Euro aufgestockt. Der Handwerkerbonus kommt wieder und manches bleibt schwierig. Geplante höhere Länderabgaben auf leerstehende Wohnungen brauchen eine Zweidrittelmehrheit. Die Suche läuft. Damit in die EU. Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen drängt darauf, die Waffenproduktion in Europa deutlich zu steigern. Auch wenn ein Krieg derzeit nicht unmittelbar drohe, sei er aber laut von der Leyen nicht ausgeschlossen. Im EU-Parlament anwesend war heute auch Julia Nawalnaja. Sie ist die Witwe des Kreml-Kritikers Alexei Nawalny. Stehende Ovationen für eine Frau, die selbst erfahren musste, wozu das russische Regime fähig ist. Doch Julia Nawalnaja ist nicht nach Straßburg gekommen, um zu trauern, sondern um zu kämpfen. Zuallererst müsste man sich eines klar machen. Putin sei kein Politiker, sondern ein blutrünstiges Monster, Anführer einer kriminellen Bande, sagt sie. Jetzt gelte es vor allem, seine Geldquellen zum Versiegen zu bringen und Putin seine gerechte Strafe zukommen zu lassen. Ihr Mann werde das wunderbare Russland der Zukunft nicht mehr zu sehen bekommen. Sie werde seinen Kampf dafür aber fortsetzen. Noch aber herrscht Putin in Russland. Übermorgen soll Alexei Nawalny in Moskau begraben werden. Mit einer friedlichen Trauerfeier rechnet seine Frau nicht. Wieder könnten Menschen, die sich von ihm verabschieden möchten, hinter Gittern enden. Und wir bleiben noch in der EU. Das Lieferkettengesetz hat unter den Vertretern der EU-Mitgliedstaaten keine Mehrheit bekommen. Damit droht das Gesetz endgültig zu scheitern.
Mit dem EU-Lieferkettengesetz hätten Unternehmen mehr Verantwortung für Verstöße gegen Umwelt- und Menschenrechte ihrer Zulieferer übernehmen müssen. Vertreterinnen und Vertreter der Industrie haben zuletzt vor einem hohen Bürokratieaufwand gewarnt. Vorbehalte aus der Politik kommen vor allem aus Deutschland, Italien und auch Österreich. Österreich und Deutschland haben sich bei der heutigen Abstimmung zum Gesetz enthalten. Das Lieferkettengesetz wurde 2 Jahre lang verhandelt. Ob jetzt erneut ein Kompromiss ausverhandelt werden kann, ist unklar. Und wir blicken in die Steiermark, wo gegen einen Schweinemastbetrieb Anzeige eingebracht worden ist. Der Verein gegen Tierfabriken wirft dem südsteirischen Betrieb Tierquälerei vor. Der Betrieb wurde am Dienstag bereits kontrolliert, es sind aber keine Missstände vorgefunden worden. Das Armer-Gütesiegel wurde dennoch vorsorglich entzogen. Es sind verstörende Aufnahmen, die der VGT vor einer Woche zugespielt bekommen und jetzt veröffentlicht hat. Dieses Material zeigt Schweine auf Betonvollspaltenboden, ein Stallsystem, das wir schon lange kritisieren. Und es ist überhaupt kein Wunder, dass es in diesem Stall eben diese starken Verletzungen gibt. Man sieht da Mastdarmvorfälle, man sieht da Abszesse, entzündete Gelenke an den Beinen. Das kommt durch diese enge Haltung und durch diesen Betonvollspaltenboden. Das Tierleid ist laut VGT brutal. Neben den Böden sorge ein Mangel an Beschäftigung für ständigen Stress. Man kann nicht ca. 30 Schweinen eine Kette, ein Stück Holz geben zum Spielen, zum Beschäftigen. Die haben ja den ganzen Tag nichts zu tun, die langweilen sich und das wirkt sich negativ auf das körperliche Empfinden aus. Noch gestern hat die Agrarmarkt Austria eine unangekündigte Kontrolle durchgeführt, die einige in Krankenbuchten abgesonderte Tiere ergeben habe. Der Betriebsleiter hat uns eben darüber informiert, dass dieses Tier mit der blutenden Wunde am nächsten Tag separiert wurde und von einem Betreuungstierarzt operiert und behandelt wurde. Andere Missstände wie im Bildmaterial hätten sich nicht bestätigt. Bis zur Abklärung aller Details sei dem Betrieb aber vorübergehend das Armer-Gütesiegel entzogen worden. Die Bezirkshauptmannschaft Leibniz hat heute 2 Amtstierärzte in den Betrieb geschickt. Die Kontrolle habe kleinere Mängel, aber keine Hinweise auf Tierquälerei ergeben, heißt es in einem Erstbericht. Vom VGT kommen dennoch klare Forderungen. Unsere Forderung ist einerseits, dass die Kontrolle natürlich verbessert wird, intensiviert wird, aber die Vorgaben müssen natürlich auch verbessert werden. Das heißt, man muss schauen, dass den Schweinen mehr Lebensqualität geboten wird. Das heißt, der Vollspaltenboden muss im Endeffekt weg. Und im Supermarkt sollte es für die Konsumenten eine Kennzeichnungspflicht für Tierqualfleisch geben, wie es der VGT formuliert. Es reiche ihm jetzt, so der grüne Vizekanzler und Sportminister Werner Kogler heute zu der Causa rund um SK Rapid Wien. Grund sind Videos nach dem Derby-Sieg von Rapid gegen Austria am Sonntag. Zu sehen sind Spieler und Funktionäre, die homophobe und herabwürdigende Parolen grölen. Nicht nur die Spieler, sondern auch die Funktionäre von Rapid Wien haben am vergangenen Sonntag nach ihrem Sieg über die Austria schwulenfeindliche Slogans gesungen. Für den grünen Sportminister besonders übel, dass auch die Sportfunktionäre hier mitgemacht haben. Es hilft nichts, wenn man dauernd nur Sonntagsreden haltet. Das muss in die Vereine rein, zumindest einmal von oben runter. Und das kann nicht angehen, dass dann die Vereine von innen raus noch morsch werden. Es gibt gute Beratung, um den Sport inklusiver zu machen. Auch die Sponsoren, im Fall von Rapid ist das die Wien Energie, sollten in dem Fall auf ihre Sportvereine einwirken. Der Monat Februar neigt sich langsam dem Ende zu und er geht als wärmster seit Messbeginn in die Geschichte ein. Die milden Temperaturen bringen aber vor allem Herausforderungen für die Landwirtschaft mit sich. Und um welche es sich dabei genau handelt, berichtet Ulrike Dobesch aus dem Landesstudio Wien. Schneeglöckerl ohne Schneebelag im Prater, Gänseblümchen am Rande des Liesingbachs. Der Frühling lässt grüßen, auch in der Landwirtschaft. Der Winterweizen ist robust, aber auch ihn treibt das warme Wetter an. Der Weizen hat sich stark entwickelt über den Winter durch die Wärme. Er hat bereits 3,5 Triebe gebildet. Und das geht noch. Ja. Aber wenn er dann 5, 6 bilden würde, bevor er dann hochwächst, dann ist die Gefahr, dass zu viel Stroh, zu viele ehrentragende Achsen, heißt das, sich bilden. Zu viele Ähren angelegt werden, zu viele Körner angelegt werden, die natürlich einen riesen Wasserbedarf hätten. Und wenn dann das Wasser fehlt, haben wir nur Schmachtkorn und klumpert auf Deutsch gesagt, unverwertbare Produkte, aber Haufen Stroh. Und das ist nicht das Ziel.
Auch im Tierreich bleibt die Winterruhe, die jetzt eigentlich herrschen sollte, vielfach aus. Eisdecken sind längst aufgebrochen und neben dem Grün der Büsche erwachen auch andere Lebewesen. Rund um Wien herum ist es dann der Borkenkäfer, der leider wieder virulent wird und der natürlich, je früher es warm wird, desto früher beginnt auch seine Tätigkeit im Wald zu vollführen und die Bäume umzubringen. Das ist das eine. Aber wir haben natürlich auch in der Stadt herinnen, die Mücken zum Beispiel kommen viel früher. Zecken ist ein Thema, das viel früher da sein wird. Noch ist der eigentliche Winter aber nicht vorbei. Eine Frostfront ist aus heutiger Sicht nicht auszuschließen und die könnte noch einmal gefährlich werden. Das betrifft insbesondere die Weingärten oder eben auch Obstgärten, gewisse Pflanzen, die dann die Gefahr haben, dass sie dann erfrieren bei Spätfrösten. Das kann zu massiven Schäden dann führen. Der Umstieg vom Winter auf den Frühling kann für die Landwirtschaft also noch einige Überraschungen parat haben. Und ob die nächsten Tage weiter mild bleiben, weiß Manuel Oberhuber. Entlang der Nordalpen löst sich der Hochnebel morgen auf und es wird zunehmend sonnig. Länger bewölkt bleibt es im Süden Österreichs. Mit leicht föhnigem Südwind steigen die Temperaturen auf 13 bis 17 Grad. Am Freitag wird es vorübergehend trüb und vielerorts regnerisch. Es kühlt ab auf etwa 10 Grad. Am Wochenende wird es etwas sonniger und wieder milder. Patrick Zwerger-Holger zeigt Ihnen jetzt noch, was in Kultur heute für Sie erwartet. Wir berichten heute von Missbrauchsvorwürfen gegen die österreichischen Regisseure Paulus Manke und Julian Pölsler. Und der Skandalkünstler Wolfgang Flatz hat bei einer Ausstellungseröffnung in München seine Haut versteigert. Das alles und noch viel mehr ab 19:45 Uhr in Kultur heute. Das war ORF 3 aktuell am Abend. Schön, dass Sie mit dabei waren. Wie gewohnt sehen Sie jetzt die Nachrichten auch noch in einfacher Sprache und die schönsten Geschichten aus den Bundesländern. Ab morgen 9.30 Uhr ist dann meine Kollegin Christine Meyer-Bosch wieder für Sie da. Ich darf mich für heute von Ihnen verabschieden und wünsche noch einen angenehmen Abend. Auf Wiedersehen.